DAB Plus. Mehr Radio. Wir haben kein Chili, kein Caruso. Ein Dirm ist einfach auch ganz schön. Drum drehen wir ihn keinen Krampf, keinen Schmus an. Wer meint, er kann das nicht verstehen, der muss halt gehen. Dialekt ist die erste Sprache. Heimat, die man in sich trägt. Der Dialekt kann persönlich und familiär, ist immer familiärer eigentlich. Alles, was emotional ist, was aus dem Moment kommt, aus der Arbeit, aus dem Zusammensein mit Menschen, da ist der Dialekt stark. Wahrhaftigkeit. Gefühl. Der Dialekt ist jetzt, wenn ich den so sprießen und blühen lasse, für mich immer Ausdruck von Lebensfreude, von Intensität, von Gefühl. Für den Beruf des Kabarettisten ist Dialekt sehr hilfreich. Weil du kannst böse Sachen transportieren, die heiter rüberkommen eigentlich, aber einen sehr schwarzen Kern haben. Hupft der Floh über die Stirn, und der Floh und die Flirn sind so schwarz zum Kriegen. Hätte der Floh Flügel von der Flirn, wäre er noch schwerer zum Kriegen. Grüß dich gut, schöne Gegend. Grüß dich gut, grüß dich gut, grüß dich gut, grüß dich gut, für dich gut. Schöne Gegend, es ist schön mit dir gewesen, aber nicht einmal du bleibst ewig am Leben. Fränkisch gruft im Gegensatz zur Hochsprache. Reichtum, was du alles damit sagen kannst. Besser, Engländer bist du jetzt Englisch, wenn du Deutscher bist, dann jetzt Deutsch. Wenn du Ungar bist, du jetzt Ungarisch. Wenn du Bayer bist, holst du einfach bloß dein Mai. Was die Standardsprache wahrscheinlich so in der Weise nicht kann. Das ist also die Umsetzung der inneren Rhythmik eines Menschen und seines Pulses, den er hat, in Musik. Also in Sprache ist ja Musik, Sprache ist Klang. Der hat ja eine Melodie, das ist ja, das hört man ja mit. Das ist was, das hat was Heimeliges, was Warmes. Das geht hier unten rein. Und damit werden die Texte oder die Sachen, die ich sagen möchte, im Dialekt automatisch zugänglicher. Ich denke, dass er untergründig immer da ist, mitwirkt, wenn ich einen Satz überlege und die Anordnung der Wörter im Satz bedenke. Ich glaube immer, dass im Hintergrund doch ein bisschen der Dialekt mitläuft. Das vertraute Geräusch der Kindheit, der Grundklang eines Lebens. Hans Söllner in seinem Elternhaus in Bad Reichenhall. Dialekt hat mir eröffnet, mich mitzuteilen in dieser Sprache, weil ich jetzt in Deutsch nicht bringen kann, wie es mir geht, was ich fühle, was ich spüre, was ich da draußen sehe. Mit der Sprache beginnt schon nicht eine Art von Lüge, aber eine bestimmte Art von Differenz. Oder, ja, du entfernst dich schon von deinem Heimatort, da droben im Geist, wenn du einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache sprichst. Hey, Staat, heut sagt er ihr mal, was ich alles mach für dich. Söllner holt sich die Mächtigen herunter auf Augenhöhe. Er hat Sprache, den Dialekt, zu seiner Waffe gemacht. Wenn du Engländer bist, redest du Englisch. Wenn du Deutscher bist, dann redest du Deutsch. Wenn du Ungar bist, redest du Ungarisch. Wenn du Bayer bist, holst du einfach bloß dein Mai. Wenn du aus dem Westen kommst, sagst du Yippie. Wenn du aus dem Süden kommst, sagst du Olei. Wenn du aus dem Norden kommst, lass du einen fahren. Wenn du aus dem Osten kommst, lass du stehen. Wenn du aus der Hölle kommst, dann bist du Teufel. Da kannst du echt was bei uns werden. Alles, was Federn hat und fliegen kann, auf das schießen wir einfach gern. Er singt diejenigen, die er kritisiert, direkt an. Die Unmittelbarkeit seiner Sprache provoziert. 16 Hausdurchsuchungen, 300.000 Euro Bußgelder wegen Beleidigung. Ein freier Mensch. Meine Unterhosen erspare ich euch jetzt. Wenn ich Bayerisch rede, dann bin ich absolut offen. Dann bin ich total verletzbar, weil ich genau das sage, wie ich es denke.
Und das ist das Problem. Wenn ich Hochdeutsch rede, muss ich überlegen, was sage ich jetzt, dass der das versteht. Wenn ich Bayerisch rede, dann rede ich einfach. Ohne, dass ich jetzt großartig da überlege, was Scheiße. Ich tue mir nicht schwer, danach mich zu entschuldigen, für dass ich sage, du, das ist mir so rausgerutscht. Wenn du meine Lieder durchliest, wenn du das liest, wenn du das... Das ist ein absolut mein Innerstes. Das ist mein Innerstes. Und dadurch habe ich keinen Schutz. Der Dialekt ist ja immer eine Sprache mit des Gefühls, der Bilder, der Sinnlichkeit. Und es ist schön, wenn man da ein bisschen was im Petto hat. Luise Kienseer kann Unliebsames und Wahres ganz freundlich aussprechen. Als Mama Bavaria war sie mütterlich und schonungslos. Ich denke ja dann immer wahnsinnig viel und habe dann so eine Botschaft, so eine Aussage, die ich treffen möchte. Und dann ist die natürlich per se erst einmal nicht lustig. Der Sachverhalt meistens kompliziert und das Ganze hat 4 oder 5 Nebensätze. Und dann denke ich es in Dialekt und dann wird es automatisch kürzer, einfacher und auch irgendwie lustig. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit Dialekt zu arbeiten. Ich übersetze ja meistens so hin und her. Manchmal überlege ich mir irgendwie, was will ich jetzt sagen? Und das ist dann schon Hochdeutsch. Und dann denke ich mir, wie sage ich das jetzt auf Bayerisch? Wie sagt das die Mary? Wie darf die das sagen? Und habe gleich einen ganz anderen Zugang dazu. Der Dialekt erlaubt keine eigene Sprache, aber eine eigene Stimme, schreibt Hugo von Hoffmannsthal. Dicht und ergreifend. Das Rap-Duo aus Niederbayern. Die Halle in Augsburg ausverkauft. Wir sind die Dichtis und wir reißen ein ab. So schaut's aus, Alter. Ich schleich mich übers Bayer-Feld. Hab mal für Radeier, Skater, Wanderkarten von und über Niederbayern. Steht auf der Halm-Halm-Bee. Marschier durch die Dörfer. Schau mal, mein Heimat, oder das werden wir ja nur dürfen. Wir sind halt einfach aus dem Holz geschnitzt, das da um uns herum wächst. So. Und da wird man halt einfach ein bisschen derber und spricht ein bisschen anders. Und wenn ich dann sag, da ist in Dunzenberg da oben aus dem Fenster brunzen darf. Hochgefangen hab das Ganze in Dunzenberg, wo ich unbeschwert aus dem Fenster brunzen darf. Wenn ich das sag, dann ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, sondern es ist eigentlich irgendwie so einfach dieser ländliche Sprachgebrauch. Aber hat er nicht den Zenit zu der Bauernhaftigkeit überschritten, die wir eigentlich gar nicht mehr wollen. So. Urquell und Lev Dodi sind im Hinterland von Dingolfing aufgewachsen. Heute leben sie in Berlin und rappen auf Niederbayerisch. Die Fans sprechen jede Zeile mit. Die Tournee ist so gut wie ausverkauft, das Album deutschlandweit in den Charts. Ist das die Renaissance des Dialekts? Sachen, die am Aussterben sind, die werden wertvoller. Wenn etwas seltener wird, dann wird es plötzlich geschätzt. Wenn der Opa am Sterben ist, dann fragt man ihn, wie war es in deiner Jugend? Vorher wollte man nichts wissen. Werner König hat den Atlas Deutsche Sprache geschrieben und den Kleinen Bayerischen Sprachatlas, beide Bestseller. Schon im 19. Jahrhundert galt das Norddeutsche als das bessere Deutsch. Bertha von Suttner, Friedensnobelpreisträgerin, Pazifistin, hat 1876 in ihren Memoiren geschrieben, dass der Norddeutsche, weil er ein besseres Deutsch spricht, deswegen auch ein besserer Mensch sei. Das Minderwertigkeitsgefühl des Süddeutschen mit ihrem Dialekt ist eine ganz alte Sache. Bamberg. Hier wurden alle Kinofilme mit dem Sams gedreht. Und hier wohnt auch der Schriftsteller Paul Maar, der das Sams erschaffen hat. Seine Werke in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Als Kind redete er Fränkisch und wurde an der Oberrealschule verspottet. Mein Vater hatte immerhin ein Baugeschäft. Und wenn ich mich gemeldet habe, sagte der Französischlehrer, ach, der Maurersohn will auch was sagen, aber bitte in Hochdeutsch. Ja. Also ich wurde wahrscheinlich aufgrund meines Dialekts diskriminiert. Maar zieht vom Dorf nach Schweinfurt. Es sind die 50er. Die Mitschüler fühlen sich als etwas Besseres. Sein unterfränkischer Dialekt macht ihn zum Außenseiter. Er verstummt.
ich empfand es als sehr kränkend und fühlte mich fast schuldig und versuchte immer, meinen Dialekt zu verstecken, ihn auszubügeln, Hochdeutsch zu sprechen. Hab viel Radio gehört, wie sprechen die? Ah, die heißen, sprechen ein T, ich sag das D. Ich konnte es überhaupt nicht anders, ich konnte nicht Hochdeutsch. Ich komme nur Strecken nach dem Hochdeutschen. Wenn jetzt damals erfunden worden wäre, wir nehmen den bayerischen Dialekt als Schriftsprache, dann würden wir jetzt Hochdeutsch sprechen. Furchtbar. Der Chiemsee. Dreharbeiten für den Film Zwei Herren im Anzug. Nach Motiven des Erfolgsromans Mittelreich von Josef Bierbichler. Er führt selbst Regie. Martina Gedeck spielt die weibliche Hauptrolle. Im breitesten Dialekt. Eine bayerische Bauersfrau. Meine Kindheitswurzeln sind ja bayerische Wurzeln. Und das ist auch meine Sprache, meine Kindersprache gewesen. Also da bin ich dann sowieso automatisch wieder in einem anderen Zeitraum, wenn ich bayerisch rede oder wenn ich, so wie es hier gefragt ist, beim Sepp jetzt richtig starkes bayerisch rede. Also nicht das hochdeutsche bayerisch, sondern das richtig gescherte bayerisch. Der Strom ist weg. Wo sind die Kerzen? Im Schrank, kleine, wenn wir gerade rein. Was ist denn das gewesen, kurz vor? Ich hab die Kerzen. Wo sind die Zitronen? Die müssen daneben liegen. Der Erbe muss sich entscheiden. Gesangskarriere in der Stadt oder der Hof am See. Kunst oder Heimat? In der Nachkriegszeit war das eine zwingende Entscheidung. Kunst und Heimat? Undenkbar. Der Film zeigt über mehrere Generationen hinweg, wie der Dialekt auch langsam auf dem Land verschwindet. Na, wir fotografieren uns im Selfie, bitte. Ja. Hey, und zwar andersmal. Dialekt bedeutet jetzt nichts mehr. Ich entkomme ihm nicht. Ich habe es eine Zeit lang versucht, naturgemäß an der Schauspielschule, aber das hat nie geklappt, dann habe ich es bleiben lassen. Die nächste Generation, also mein Sohn, der hat es gar nicht leisten können, dass er im Gymnasium Dialekt spricht, da fliegt er raus. Also die haben sich distanziert vom Dialekt und das ist gut, dass man das so sieht. Also deswegen spricht der, wie er dann die vierte Generation quasi spielt, spricht er kein Dialekt mehr. Im Schoß der Kirche hat schon mancher junge Mensch wieder einen Sinn für sein Leben gefunden. Im Schoß der Kirche? Zurück in die Kirche? Ich? Warum? Du hast einen Lehrer, der redet Hochdeutsch, du kommst in den Kindergarten, die Kindergärtnerin redet Hochdeutsch. Meine Kinder reden, die meisten, alle nicht wirklich richtig bayerisch. Weil die sind im Kindergarten vor 25, 30 Jahren, wie die im Kindergarten waren, war das ganz verbreitet, dass Dialekt nicht mehr gesprochen wird. Dann sind sie in Deutsch schlecht, weil sie nicht wissen, wie die Satzstellung, weil wir in Bayern einfach alles anders sagen, wie wir es schreiben. Also ich habe diese Probleme haben wir damals gehabt. Die Austreibung des Dialekts begann in den 70er Jahren. Die Auswirkungen? In München spricht heute praktisch niemand unter 30 noch richtig Dialekt. Ich bin in München aufgewachsen und habe eigentlich von Haus aus immer bayerisch geredet daheim, aber habe es eigentlich schon im Kindergarten aufgehört, weil ich immer die Einzige war, die Dialekt gesprochen hat und eigentlich auch früh dafür ausgelacht worden bin. Ihre Doktorarbeit hat Claudia Pichler über Fremdheit bei Gerhard Polt geschrieben. Magna cum laude. Ich war auch in München auf dem Gymnasium, auch mit meiner älteren Schwester, die war auch auf dem Gymnasium. Und uns beiden ist davor abgeraten worden von einer Deutschlehrerin. Die hat einfach gesagt, wir sollen bitte keinen Deutschleistungskurs belegen, einfach weil wir heute daheim auch nicht Deutsch reden. Und das war so die Haltung damals. Ja, und das haben wir dann auch beide nicht gemacht. Also. Die Lehrer in der Schule sagen, jetzt sprich's mal schöner. Jetzt sprich's mal so, wie dass es alle verstehen. Jetzt sprich's mal richtig. Das impliziert für das Kind, es ist unschön, was ich sage, es ist falsch, was ich sage. In den frühen 70ern verbreitet sich eine fragwürdige These. Dialekt sei eine Barriere für sozialen Aufstieg. Seinen Ursprung hatte die These in der Forschungsarbeit des britischen Soziologen Basil Bernstein, die für England galt und besagte, Unterschichtenkinder hätten Nachteile in der Schule und damit schlechtere Chancen. Dann hat es jemand nach Deutschland übertragen und hat gesagt, diese Unterschichten sind die Dialektsprecher.
Und dann hat man begonnen, die Lehrer anzuweisen, dem Kind doch zu sagen, sie soll nicht mehr spitzig schreiben, sondern spitz. Das sei das richtige hochdeutsche Wort. Aber das Kind sollte, weil man die Lehrer ja aufklären wollte, nicht benachteiligt werden. Mundartsprecher mit Unterschicht gleichzusetzen, das war willkürlich. Eine aus der Luft gegriffene Kausalität. Aber bald schon war die landläufige Meinung, wer im Dialekt spricht, der kann nichts werden. Tatsächlich ist Dialekt eine Schutzhülle. Wenn man aus der Welt wieder in die Heimat kommt, nach Hause, dann sind es nicht nur die vertrauten Wege, der bekannte Geruch. Es ist die Sprache, die einen wieder ankommen lässt. Sie befeuert die Gedanken, die Fantasie. Der Dialekt bietet den Menschen Möglichkeiten, Situationen, Gefühle, Hoffnungen und so weiter in einer Weise auszudrücken, wo die Standardsprache einfach nicht hinkommt. Sprache ist ja ein Geräusch, wo ein Mensch von sich gibt. Ein Klang, sagen wir lieber Klang. Ja, ein Geräusch ist ein bisschen abwertend. Klingt negativ vielleicht, aber Dialekt ist natürlich immer Zuordnungssache. Du kannst den Menschen zuordnen, nicht einordnen, sondern zuordnen. Wo kommt der her? Die Wels kommen aus dem Biermoos. Immer sind sie. Da wart der Wirt, der Wirt, der Wurt, drei Rehen, der gibt's nicht her. Da wart der Wirt, der Wirt, der Wurt, drei Rehen, der gibt's nicht her. Wo bist du? Du, ich wollte bloß sagen, wo du gehst einen zweiten Stock rauf, Gerhard. Einen zweiten Stock rauf und dann gehst nicht einen großen Saal, sondern links hinter. In der Erker, weißt du, wo der Erker ist? Und die erste Tür links rein. Okay, du hörst uns schon spielen. Wir machen noch ein Lied noch fertig und dann bist du eh gut da. Okay? Im Dialekt gibt es keine unwichtigen Wörter, weil es keine wichtigen gibt. Es ist der Rhythmus, der den Unterschied macht. Gerhard Polt ist als Oberbayer erkennbar, weil er diesen einen speziellen Rhythmus hat. Der vorne ist eher nicht Gerhard Polt, aber der hier. Astrein. Da gibt es halt noch einen Enthusiasmus. Ja? Wenn jemand sagt, der ist geizig, ja, das ist Hochdeutsch. Der Mensch ist geizig, gut, das ist ein geiziger Mensch oder Knauser oder sowas. Jetzt, wenn jemand sagt im Dialekt, der hat einen Ruch im Nack, ist wunderbar. Da ist der Ruch, jemand, der ruchert ist, ist geizig, aber das ist noch mehr als geizig. Da ist also dann also alles Mögliche, Habgier und alles drin. Und dieser Ruch wird personifiziert. Der Ruch lebt auf einmal, der ist ein Bild, der sitzt dann da als Figur und leitet diesen Menschen. Der sitzt ihm hier und steuert ihn. Das ist ein wunderbares Bild. So etwas kann die Hochsprache nicht leisten. Kirschblüte. 3 Wochen zu früh gedreht. Aber in der Poesie gibt es kein schlechtes Timing. Und im Dialekt gibt es keine schlechten Wörter. Das beste Buch ist der Obstbaum, wo blieht. Das glänzte Fächerla singt das schönste Lied. Alles in der Welt erzählt uns Geschichten. Auf das, was viel zählt, kann man verzichten. Die Aufgabe des Dichters ist nicht das Dichten, sondern die Welt sehen, auseinandernehmen, neu zusammensetzen. Helmut Haberkamp hat mit dem Aischgründer-Dialekt einen tollen Baukasten. Da gibt es übrigens diesen schönen Spruch im Dialekt. Wenn der Dreck zum Mist wird, dann will er gefahren werden. Wenn der Dreck zum Mist wird, will er gefahren werden. Es fällt saurer Ring über Ring und Bung und der Ringbung über Wing ist ein Wing verbungt. Fängst der Ringbung verein, ob ihr einen verringten Mung seit dem Marium und Ring an Bung. Es fällt saurer Regen über Regen und Bogen. Regen ist eine Ortschaft, Bogen ist eine Ortschaft. Und der Regenbogen über Wing ist ein Wing verbogen. Genau, der Regenbogen über Wegen ist ein wenig verbogen. Wing ist auch Ortschaft. Zwingst der Ringbogen verrein, habe ich einen verrenkten Mung. Wegen der Regenbogenforelle habe ich einen verrenkten Magen. Seitdem mache ich um den Regen, den Fluss, einen Bogen. Es fällt saurer Ring über Ring und Bung. Und der Ringbung über Wing ist ein Wing verbogen. Zwingst der Ringbung verrein, habe ich einen verrenkten Mung. Seitdem mache ich um einen Ring einen Bung.
Es wird saurer Ring über Ring um Pung und der Ringbung über Wing ist ein Wing verbunkt. Nix der Ringbung verringert wird verringten Bung seit dem Marium und Ring an Bung. Der Klang, der Rhythmus. Zum Beispiel, ich habe mich einmal in einem Bus auf meinem Platz hocken wollen bei einem Ausflug. Und da war da ein Plastikdüden gestanden auf meinem Sitz. Und da habe ich gesagt, so ganz spontan, was tut denn jetzt die Dieben da? Und wenn jemand das nicht versteht, dann klingt das total musikalisch. Und wenn man das dann noch ein wenig steigert, da hat man praktisch schon einen Rhythmus von einem Rap zum Beispiel. Was tut denn jetzt die Dieben da? Tu mal da die Dieben weg. Wer tut denn da die Dieben her? Tu mal da die Dieben weg. Und das ist ein wunderbarer Klang. Also das hat einen Sound, der ist unbezahlbar. Ganz weit oben, gefühlt am Nordkap von Bayern, liegt Aschaffenburg. Da gibt es noch einen urtümlich bayerischen Dialekt, das rheinische Westfränkisch. Nicht zu verwechseln mit Mainfränkisch oder gar Rheinhessisch. Viele sagen ja Hessisch, ne? Also viele sagen ja, kommst du aus Hessen, bist du kein Bayer, bist du aus Hessen. Also ich merke immer sehr heitere Reaktionen, wenn ich im Bundesgebiet unterwegs bin und sage, ich bin ein Waschechter-Bayer. Dann sagen erstmal, hier habt ihr ja alle Bayern. Ja, hast du mal geschenkt, da brunzen. Nein, es gibt schon Menschen, die reden, so wie ich. Und es ist auch gut, sich da ein bisschen abzugrenzen. Manchmal, wenn den Bayern wieder irgendwas passiert, wo man nichts mit zu tun haben will. Also wenn man jüngste Entwicklungen nimmt, was Leute wie Seehofer, Scheuer oder Dobrindt von sich geben, dann kann ich, wenn ich auswärts unterwegs bin, sagen, hab damit nichts zu tun, ich bin da irgendwo so bei Frankfurt. Die UNESCO hat Bayerisch auf die Liste der bedrohten Sprachen gesetzt. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Künstlerinnen wie Luise Kienseher genau in diesem Dialekt künstlerisch abheben. Und jetzt noch was dazu singen. Der bayerische Dialekt hat ja so gescherte Elemente, so was, also unter der Gürtellinie und so. Das mag ich ja sowieso nicht so gern. Das ist also unkultiviertes Sprechen und einfach bloß so. Ich finde es ja viel schöner, wenn man den Dialekt hernimmt und mit ihm Sachen umschreibt, Gefühle umschreibt und so ein bisschen poetischere Bilder baut. Zeig mir den Platz, wo ich ein Ohr finde für meine Sorgen. Zeig mir den Platz, wo ich daheim bin und geboren. Fränkisch ist eine Sprache der originellsten Selbstverwinzigung. Die allumfassende Bescheidenheitsunterbietung. Wir können auch Verben klein machen, wie siehst du, wird zu siehst du's lein, wörtlich, also siehst das la. Ja? Oder a weng wird noch einmal klein gemacht zu a wengerla. Oder der liebe Gott wird klein gemacht zu ach Gotterla. Ja? Also völlig kuriose Wendungen. Oder jetzerla wird zu etzerla. Ne? Oder nachadla für nachher. Und das zeigt, dass der Franke leidenschaftlicher Kleinmacher ist. Ja, ein wenig, ne? Das sind die Würzburg, die immer so ein wenig und immer so ruhig, ne? Und ich habe heute Morgen hab ich Putz gehen müssen. Und dann habe ich das nicht machen können. Und dann durfte ich das nicht, habe ich nicht da. Und da sind wir, das ist also, ist das so. Mach doch mal, wie mir sagen, mach doch das Maul auf. Ich habe einmal so lachen müssen, weil werde ich nie vergessen, durch diese Weichkonsonanten. Ich war im Auto unterwegs und habe auf BR, Bayern 1, habe ich irgendeinen Bericht gehört über irgendeinen Kaff im Fränkischen. Und dann kam der Bürgermeister und der war ganz stolz. Der hat nämlich gesagt, darauf sind wir hier bei uns im Ort besonders stolz. Wir haben hier eine frisch renovierte Mutterkotzkapelle. Und da musste ich anhalten, sonst wäre ich in den Straßengraben gefahren. Am Müller seg Stasi, ich feuer mal schon. Der Dialekt als Sprache und Waffe der Revolution wurde in den 70ern erfunden. Für die Leute war das schon ein Novum, dass wir uns raufstehen und auf Dialekt was singen. Das war die Leute, das war ungewohnt für die Leute. Entweder war es so volkstümlich und es war ein Schlagerdeutsch. Oder es ist instrumentalisiert worden von einem Politiker. Eigentlich wollten sie uns damit sagen, dass wir Deppen sind. Im Grunde genommen wollten sie gern Erfolg haben, das mit einer auf derselben Ebene fungiert. Aber das funktioniert natürlich nicht so, wenn sie uns da drunten versuchen, unseren Dialekt auszutreiben und sie reden da drüben den
genau denselben Kauderwelsch weiter, also pseudo-bayerisch. Der Strauß hat pseudo-bayerisch, der Strauß hat nicht bayerisch geredet, der Stolber hat nicht bayerisch geredet, der Streibler, keiner von denen hat bayerisch geredet, auch der Seehofer redet nicht bayerisch. Vielleicht ist er gar kein Bayer, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, der Typ, verstehst? Oder Söder jetzt zum Beispiel, verstehst du? Das sind Leute, die eine Pseudosprache dazu benutzen, um da drunten den Leuten, die jetzt dumm sind, das zu erkennen, zu zeigen, wir sind wir. Wir sind immer nur die Bayern. Wir haben immer nur da irgendwo das Herrscherrecht. Ich hab ihr gesagt, sie soll nicht lachen, wenn irgendwem was nicht gelingt. Sonst muss er lachen, wenn ein anderer Wasser aus der Trinklack trinkt. Die 68er sind 40 Jahre her und in 40 Jahren gibt's wieder eine. Da sind's dann die 48er, es gibt allweil was zum tun. Dialekt ist sowas wie, wenn man eine Gitarre an einen Verstärker anschließt. Es ist nicht reine Akustik, sondern es ist sofort verstärkt. Er hat eine Möglichkeit, Bilder zu schaffen. Also er ist bildhafter, er hat sehr viele Möglichkeiten, figurativ etwas darzustellen mit diesem Wortschatz. Ich träume auch bayerisch. Wenn ich träume und wenn ich mich an meine Träume erinnert, dann träume ich so, wie ich jetzt rede. Was für ein Reichtum das einmal war. In jedem Dorf eine andere Welt. Und wenn wir den Dialekt einfach wieder lieben, mit ihm spielen, mit ihm träumen. Und wenn dann die Dialekte nicht mehr diskriminiert werden, wenn die Dialektsprecher keine Nachteile mehr erleben, sondern gesagt bekommen, Dialektsprecher sind zweisprachig, Zweisprachige sind tendenziell intelligenter, lernen leichter andere Sprachen und weitere Vorteile, die man da so haben könnte, dann werden die Eltern umschwenken und bei ihrem Dialekt bleiben und auch bei ihren Kindern. Und die Kindergärtnerinnen und die Lehrer werden nicht mehr korrigieren, wie es in Augsburg vor einiger Zeit geschehen ist. Da hat jemand geschrieben, komm, wir wollen Fußball spielen. Da hat er geschrieben, falsch. Es muss heißen, lasst uns Fußball spielen. Sprache bildet das ab, was unsere Gesellschaft ist, was sie will, welche Zielsetzung sie hat. Vielleicht sollte man sich erst einmal über sowas auch noch mal neue Gedanken machen, wo es denn mit uns hingeht, bevor wir den Verlust unserer Sprache beklagen. Weil ich glaube, das hängt sehr miteinander zusammen. Und das sind Symptome unserer Lebensweise, unserer Zeit. Und wenn ich mir über das Dialektsterben Gedanken machen möchte, dann muss ich mir aber über unsere Gesellschaft Gedanken machen und vor allen Dingen darüber, wo wir hinwollen mit uns jetzt. Ich glaube, die Sprache ist vital, nur der bayerische Dialekt, dass er irgendwann in 1000 Jahren Oberwasser hat. Wird die gut, 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 schön.